So, oder? Hallo, guten Abend. Ich melde mich hier aus dem dunklen Kontinent, wo wir wie überall auf der Welt mit dem Corona-Scheiß-Virus uns rumschlagen müssen. Okay? Ich wurde nominiert von meinem Bruder Christian Brömser für eine Challenge. Und diese Challenge habe ich natürlich angenommen und ich werde weitere Personen nominieren. Als erstes werde ich natürlich meine Protektion jetzt mal abnehmen, da ich ja zu Hause bin und nicht unterwegs, kann ich das also locker vertreten. So, die Challenge besteht aus drei Getränken, die wir jetzt gleich zu uns nehmen werden. Eine zum Desinfizieren. Das ist zwar nicht der deutsche Schnaps, aber der mexikanische Tequila. Danach ein Windhoek-Bier aus Namibia, in Südafrika gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516, schon über 500 Jahre alt. Und dann zum Nachspülen ein Torres Diaz, ein spanischer Brandy, den man ja auch nur in Mexiko kaufen kann, erstaunlicherweise. Okay. Ich nominiere natürlich auch weitere Personen, und zwar Frank Rose, Giuliano Zanoni, Jens Kodele, auch als Angels bekannt, Nils Wäsche, Jürgen von Grünhagen und Felicitas Kallenbach. So, wir fangen mal an mit der Desinfektion mit dem mexikanischen Tequila. Prost! Original, 100% Agave. Dann nachspülen. Das Bier muss man nicht auf Ex trinken, man kann es auch genießen. Aber ein bisschen zum Nachspülen. Prost. Wow. Und dann zum Abschluss, um ja wieder ein bisschen geradeaus zu gucken, den spanischen Brandy. Nicht ganz so stark wie der Tequila, aber auch nicht zu verachten. Cheers. Salut. Okay, das war's. Saludos. Stay safe. Und bis die Tage. Ich hoffe, dass jeder die Challenge annimmt. Und tschüss.